Senator Biggs, haben Sie mit Coach Mancusi über Ihre Impotenzbemerkung geredet? Ja, ich habe ihm erklärt, dass ich ihn Schlappschwanz genannt habe, war eine politische Metapher. Er hat's gecheckt. Wir haben beide einen College-Abschluss. Kurze Frage, Senator. Sir, Digger Mancusi fordert einen einheitlichen Steuersatz. Meiner ist wesentlich niedriger. Nächste Frage. Senator, was halten Sie von Mr. Mancusis Vorschlag, im Stadion das versteckte Tragen von Waffen zu erlauben? Ich denke, das geht nicht weit genug. Ich bin für umfassende Präsenz. Stoppen, filzen und nicht den Schwanz einziehen. Kann ich noch eine Frage stellen, Sir? Hier ist Angie. Hi, Angie, hier ist Jason vom Gegner. Haben Sie was für uns? Nur ein paar Kraftausdrücke, aber keinen wirklich gravierenden Fehltritt. Scheiße, und das nach 3 Wochen. Er hat eine ziemlich gute Interviewdisziplin und er hat sich immer konsequent rechts von Digger positioniert. Bleiben Sie dran, er wird bestimmt bald müde. Wow, Sekunde. Mit besten Grüßen von Mrs. Nix. Wer war das? Das war Biggs rechte Hand. Sie hat mir seinen Terminplan zugesteckt. Ma'am? Hm? Darf ich fragen, wieso wir Diggers Klette helfen? Oh, wir helfen ihr nicht. Das ist ein alter Terminplan. Mit etwas Glück führt sie zu einem abgesagten Event. Oh, Sie sind wirklich gemein. Ah, naja. Wer weiß, ob es klappt. Wenn sie gut ist, wird sie es überprüfen. Wird sie. Die Kleine ist scharf. Sie war Kamerafrau für den RNC beim Afghanistan-Trip. Hatte alles im Kasten. Aber wen juckt das? Ihr habt so viel Angst, dass ich's vermassle. Ich bin wieder in Form, richtig, Hakim? Naja, Sie dürfen nicht leichtsinnig werden, Coach. Sie haben nicht viel Schlaf gekriegt. Das ist ein guter Punkt, Hakim. Wieso fahren Sie nicht den Wagen? Es ist sehr weit bis nach Raleigh. Ach, scheiße, Betty. Fahren ist das Einzige, was mir Spaß macht. Ist der Tank voll? Ja, Sir, Coach. Dann los. Und schnall dich bitte an. Simpson, ich bin echt kaputt. Ruhetag würde mir gut tun. Ja, keine Ahnung, wie Sie das schaukeln, Coach. Es ist verdammt schwer, seinen Job zu behalten, das sag ich dir, Hakim. Ich hab Glück gehabt, musste bis jetzt kaum Wahlkampf machen. Ich war so beliebt, dass meine Scheiße nicht gestunken hat. Und jetzt stinkt sie furchtbar, ist komplett neu für mich. Sie schlagen sich toll, Coach. Ich denke, wir kriegen Mancusi, hm? Hakim. Sag mal, bist du je einfach so abgehauen, verduftet? Verduftet? Verschwunden, ohne vorher ein Wort zu sagen und niemand konnte dich mehr finden. Das habe ich noch nie gemacht, Coach. Perfekt. Dann machst du jetzt eine neue Erfahrung. Was für eine Erfahrung? Nein, nein, blöde Idee, Coach. Nein. Festhalten sollen wir doch. Sehr ruhig hier, oder? Ja, sehr ungewöhnlich. Wieso eigentlich? Kein Schnarchen, keine Vögelei. Normalerweise gibt's hier beides zum Frühstück. Aber seit Gil John auf Wahlkampftour ist und Adriana umgezogen, liegt eine wohlige Stille über unserem Heim. Ich wünschte, ich könnte hier sein und sie mit dir genießen, aber ich muss heute auf Tour gehen. Pro-Fracking-Termin. Interview mit einem Farmer hat ein paar Quellen auf seinem Anwesen. Mächtig heiße Sache in Pennsylvania, sehr kontrovers. Das verdammte Fracking. Ich habe sowas Ähnliches bei mir in Nevada. Atommüll. Ich bin dafür. Klar. Hässliche Sache. Gentlemen, Andy. Andy. Und, wie läuft die Putzfrauensuche, Louis? Gar nicht gut. Ich bin für eine Aufteilung der Hausarbeit. Du findest eine, wer sagt, Arbeit zu schaffen wäre einfach. Und ich vermute, du willst dich jetzt wieder von mir mitnehmen lassen. Deine Vermutung ist richtig. Aber der korrekte Begriff dafür ist jetzt Limo-Pooling. Viel Glück bei den Jobinterviews. Und nicht vergessen, wenn du entscheiden musst zwischen kompetent und super scharf, dann hast du nur eine Wahl. Richtig.
Sagen Sie den Leuten vom Gouverneur, wir haben einen engen Zeitplan. Wir müssen allerspätestens um 15.45 Uhr wieder unterwegs sein. Oh, und ich brauche einen Fahrer. Mrs. Diggs? Ich bin gleich für Sie da, Tammy. Ja, der Fahrer soll mich Mrs. abholen. Mrs. Diggs, das ist wirklich wichtig. Sekunde, Terry, was ist denn los? Wir haben den Kandidaten verloren, Ma'am. Was? Was meinen Sie damit? Wie konnten wir ihn denn verlieren? Wir haben keine Ahnung, wo er ist. Er ist nicht am Reiseziel und er geht nicht an sein Telefon. Dann rufen Sie Hakim an. Er geht ebenfalls nicht ran. Ich muss Sie gleich zurückrufen, Terry. Dieser trottelige Mistkerl. Er tut es also schon wieder. Was tut er wieder, Ma'am? Seine verdammte Ferris-Mach-Blau-Nummer. Er ist untergetaucht. Was denkt er sich nur? Das ist kein Basketballtraining, das er schwänzt. Er versetzt den Gouverneur. Gott verdammt! Wenn's ihm egal ist, dann kann's uns auch egal sein. Denk nicht mal dran, das Ding anzumachen. Das GPS schickt uns die Truppen direkt auf den Hals. Wird man sie nicht vermissen, Coach? Wir haben einen Termin beim Gouverneur. Ach, scheiße, McRory, der freut sich mehr als ich über die Absage. Der hat von mir die Hose voll. Willst du nicht wissen, wo es hingeht, Sohn? Liebend gern, Coach. Ruby Shoals, North Carolina. Meine Heimatstadt. Wo ich die beste Zeit meines Lebens hatte, wenn mein Vater mich nicht gerade verprügelt hat, dass ich grün und blau war. Ruby Shoals. Da wird's dir gefallen, Sohn. Aber vielleicht auch nicht. Das war früher ziemlich rassistisch. Mal sehen. Haben Sie schon Unterstützer für mein Gesetz? Es ist mir zu peinlich zu fragen. Was? Catherine, GKGT VT2 kostet niemanden einen Cent. Aber seine Würde. Es klingt wie ein Vitaminpräparat. Wir ehren alle unsere Post-9-11-Helden mit einem eigenen Feiertag. Tja, benennen Sie es P911VT2. Sie verarschen mich, Kat. Ich beschütze Sie. Das Ding stinkt. Geben Sie es zu, Sie hassen das nur, weil es Gradens Idee ist. Die Herkunft spielt keine Rolle, Andy. Buenos dias, meine Staatsdiener. Adriana. Hi. Und Sie sind bestimmt die fleißige Catherine. Also, das hoffe ich zumindest. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Miss Deportago. Adriana, was bin ich froh, Sie zu sehen. Ich habe nämlich ziemlich gute Nachrichten für uns im Team, Andy. Was meinst du damit? Ich saß gestern auf einer Dinnerparty rein zufällig neben Reince Priebus. Und das Gespräch kam auf die Immigrationsrede des Präsidenten im Kongress nächste Woche. Und wer für die Republikaner antwortet. Und wir waren uns einig, es muss ein aufstrebender Latino-Star aus dem Senat sein. Wirklich? Ja, wir haben beraten, wer dafür in Frage kommt. Und du warst der Einzige auf der Liste, der nicht verrückt ist. Du meinst, sie überlassen das nicht Ted Cruz? Wir befürchten, dass Senator Cruz wahrscheinlich die nächsten zwei Generationen der Latino-Wähler vergraulen wird. Genau, das würde er. Wie bitte? Andy hält die Erwiderungsrede? Steht das wirklich fest? Niemand legt auf einer Dinnerparty irgendwas endgültig fest. Das gilt auch für meine 20-Millionen-Spende für deinen Wahlkampf. Wie ich zum Vorsitzenden sagte, eine Lady weiß nie, wie sie sich am nächsten Morgen fühlt. Okay, ich lasse euch zwei weiterarbeiten. Dafür seid ihr doch hier, richtig? Diese Senatsverstecke sind so ungemütlich, wa? Und ich sehe euch heute Abend. Okay. Heilige Scheiße! Ja? Hi, ich bin Helen Binkowski. Ich komme wegen dem Job als Haushaltshilfe. Ja, selbstverständlich. Kommen Sie rein. Also, Binkowski. Kommen Sie aus Polen? Korea. Ah, das sieht man ja auch, oder? Ich glaube schon. Ist der Mann ein Freund von Ihnen? Senator Smith? Ja, ein guter Freund. Kennen Sie ihn? Er hat mich begrapscht. In einem Waschsalon. Oh, nun, keine Angst, er sitzt jetzt im Gefängnis. Kommen Sie rein. Gut, Helen, setzen Sie sich. Also, das ist keine richtige Prüfung. Es gibt keine falschen Antworten. Ich will nur ein Gefühl für Ihre Technik und Ihren Einfallsreichtum kriegen. Und dazu, Helen, dürfen Sie alles benutzen, was Sie hier im Haus finden. Wie reagieren Sie zum Beispiel auf das? Oh. Lass uns los, Mädel, los! Der Fleck zieht ein! Schnell, schnell, der Fleck zieht ein! Helen. Sehen Sie mich an, Helen. Die allerwichtigste Regel beim Putzen ist, richten Sie keinen Schaden an. Hm? Danke für Ihre Bewerbung. Darf ich Sie was fragen, Coach? Alles, was du willst, Sohn. Wieso machen Sie Wahlkampf in diesem alten Truck? Sie haben so einen schönen, gemütlichen Bus. Ich will zeigen, dass ich meine Wurzeln nicht vergessen habe. Ich verstehe nicht ganz. Den Amerikanern gefällt's, wenn Politiker so tun, als wären sie ganz einfache Menschen. Sind wir natürlich nicht, aber es ist wichtig für Sie, das zu glauben. Ist das in Nigeria nicht so? Oh nein, Coach. Unsere Politiker fahren in Limousinen. Hier im Süden brauchst du einen Truck.
Dieses Baby gehört einem Farmer aus der Gegend von Greensboro. Er vermietet ihn an alle Kandidaten. Ist absolut perfekt in Schuss, bleibt niemals liegen, duftet gut und im Handschuhfach liegt sogar eine Knarre. Ist die geladen? Was weiß ich. Probier's doch aus. Verdammte Scheiße, Hakim! Aus dem Fenster! Aus dem Fenster! Was gibt's, Graydon? Herzlichen Glückwunsch, Mann! Wozu? Sie dürfen die Erwiderungsrede halten. Echt toll. Ihre Freundin hat viel mehr drauf, als ich dachte, mein Freund. Woher wissen Sie das denn? Wieso sollte ich das nicht wissen? Ich fühle mich gekränkt. Okay, wir müssen Sie unbedingt vorbereiten. Billy kommt morgen zu Ihnen. Ich arrangiere das mit Kathleen. Wer war Billy gleich wieder? Das ist der Analyst. Er arbeitet bereits an verschiedenen Angriffsstrategien. Und wir müssen das einstudieren. Wenn Sie sich weichklopfen lassen, bin ich raus. Sieht sich das Zeug überhaupt jemand an? Nein. Es sei denn, dass Sie Mist bauen. Dann sieht's die ganze Welt. Lohnt sich aber trotzdem. Es zeigt, die Partei traut Ihnen was zu. Hören Sie, ich muss Schluss machen. Senator McConnell! Shelley, Norman, Fracking. Revolutionäre neue Technologie, vor allem für Sie und Ihre Familie, oder? Absolut, Senator. Hat uns sehr viel Geld eingebracht. Fast wie ein Lottogewinn. Wir nutzen das Land sowieso nicht. Und das Fracking stört uns eigentlich überhaupt nicht. Oh, wirklich? Also keine Lärmbelästigung? Ich habe keine Ahnung. Wir sind nicht oft auf der Farm. Wir sind umgezogen nach San Diego. Oh. Was ist zum Beispiel mit der Wasserqualität? Gibt's Beschwerden von den Nachbarn? Nein. Keine, die uns bekannt sind. Naja, also Chrissy Lawler denkt, dass möglicherweise irgendwas im Wasser ist wegen der dreibeinigen Zwillingskälbchen im letzten Frühling. Ja, ja, aber das sind nur zwei Kälbchen von wie vielen? Drei. Ohne die Fehlgeburten. Das liegt ja nicht unbedingt nur am Fracking, oder? Ich meine, dreibeinige Kälbchen können vorkommen. Senator? Nein. Entschuldigung. Sir, wir müssen die Batterien wechseln. Geht blitzschnell. Soll ich die blinden Frösche erwähnen? Ich glaube besser nicht. Senator, was Sie so blödsinnig wussten. Haben Sie ja perfekt vorbereitet, Aaron. Tut mir leid, Senator. Die haben den örtlichen Pro-Fracking-Verband gegründet. Wir dachten, die wohnen noch hier. Ich muss mal aufs Klo. Das ist da hinten. Aber bitte, Sir, nicht rauchen. Davor wurde ausdrücklich gewarnt. Ich habe gesagt, ich rauche nicht. Mit der verdammten Post passiert. Scheiße. Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, hat sich was verändert. Und fast immer zum Schlechteren. Siehst du das Haus da mit den Säulen? War früher ein tolles, altes Gebäude. Ich meine, es war verfallen, aber man konnte drin pennen. Da habe ich mich immer vor meinem Vater versteckt. Und Würstchen auf dem Grill gebraten. War prima Zeit. Und jetzt überall Anwälte. Ja, wenigstens Karls ist noch hier. Karls, du kommst wegen der Comics und bleibst für einen Haarschnitt. Hakim, ich glaube, ich lasse mir die alten Zeiten wegen die Haare schneiden. Willst du eine Rasur? Nein, schon okay, Coach. Geht auf mich? Komm mit, mein Bodyguard muss gut aussehen. Hi, ist der Phil? Hey, hier ist Seth. Ja. Ich bin in Ruby Shoals auf Wählerfang. Rate mal, wer gerade hier aufgekreuzt ist. Den Raum zu erfassen, ist für diese Übung essentiell. Sehen Sie sich gut um. Okay, erzählen Sie mir einen Witz. Einen Witz, Sir? Kann kurz sein, Hauptsache witzig. Okay, Oh ja, kommt ein Skelett zum Arzt. Fragt der Arzt, warum so spät? Oh, heilige Scheiße. Rotweinfleck. Wasserstoffperoxid. Gibt's nicht, was jetzt? Nachdenken. Sind Sie sicher, Destiny? Überlegen Sie, sehen Sie sich um. Improvisieren Sie. Oh. Destiny. Ja, Sir? Sind Sie von Wölfen aufgezogen worden? Ich bin nur neugierig. Und im Wahlkampf alles gut, Coach? Hab gehört, Sie fahren Roys alten Pickup. Stimmt, hat mir bisher immer Glück gebracht. Und was für Digger? Neuwertigen Ram, tolle Mühle. Scheint ziemlich gut anzukommen. Warte mal kurz, Karl. Das ist ein 50.000-Dollar-Fahrzeug. Und das kommt bei den Leuten an? Na klar, Coach. Wenn Sie den Kredit kriegen, können sich die meisten Leute das leisten. Anders als die Regierung. Die sparen nicht mal, um ihre Ärsche zu retten. Ich arbeite hart für meine Behindertenrente, aber die Regierung ist pleite, weil sie den Assis alles in den Rachen schmeißt.
Und wer sind die Asis? Ich meine nicht dich, Hakim. Ich meine die verdammten Immigranten. Ich bin ein Immigrant. Hakim, du bist einer von uns. Du leistest einen Beitrag. Also man braucht Prioritäten. Die verschwenden Milliarden für den Klimaschutz. Aber wann bauen die unseren Strand wieder auf? Wir haben im August zuletzt gebackert. Was ist mit den Agrarsubventionen? Mein Schwager hat eine Farm oben bei Kirkland. Er kann sich nicht an seinen letzten Regierungszuschuss erinnern. Wenn ich Farmer wäre, würde ich drauf scheißen und was anpflanzen. So übel ist es inzwischen. Du kennst doch Sir Keller. Aha. Der hat das gemacht. Ich schwöre bei Gott, der baut jetzt Tabak an. Zum Glück gibt's in seiner Gegend genug Illegale, um die Ernte einzubringen. Okay, ich muss weiter. Was bin ich dir schuldig, Carl? Ah, geht aufs Haus, Coach. Nein, Carl, ich glaube, ich bezahle das lieber. Oh. Wow, das war ein Augenöffner. Weißt du, irgendwie war es früher besser, als man die Scheinheiligkeit nicht so versteckt hat. Wenigstens hast du gewusst, woran du bist. Heutzutage ersticken die Leute, ohne es zu merken, an ihrer Heuchelei. Hakim, wieso gehst du nicht und holst dir einen Kaffee, hm? Nein, Coach, wir müssen wirklich zurückfahren. Keine Angst, heute Abend werden wir wieder im Bus sein. Ich habe noch ein bisschen was übrig von meinem freien Tag und muss über einiges nachdenken. Ich glaube, das war unsere einzige Chance beim Gouverneur. Da bin ich ganz sicher. Er und Gil John konnten sich nicht mehr riechen, seit GJ seinem Neffen nicht geholfen hat, auf die Chapel Hill zu kommen. Wieso hat es nicht getan? Er hätte einen seiner wertvollsten Spieler opfern müssen. Und Sie wissen, das würde er niemals tun. Er war besessen von diesen Spielern. Er hat sogar von ihnen geträumt. Für ihn waren diese Spieler unsere Zukunft. Oh. Angie fährt gerade weg. Was? Okay, wir müssen los. Hallo. Hallo. Ich habe einen Termin mit Senator Louis Leffer. Ja, kommen Sie rein. Ich bin Andy. Hallo, Andy. Schön, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Martha. Martha? Wunderschöner Name. Höre ich da was Kroatisches? Genau, ja. Hey, Louis! Martha ist da! Ich bin gleich bei euch. Hören Sie, Martha. Senator Leffer wird mit Ihnen einen kleinen Test machen. Die Lösung ist Salz. Salz? Salz. Oh, und Martha? Ein kleines Foto für Ihre Bewerbung. Oh, ja. Viel Glück. Danke. Gern. Was denkst du? Wer ist das? Unsere neue Putzfrau. Hat Louis sie abgesegnet? Noch nicht, aber gleich. Wie läuft's in Frankistan? Leider nicht so gut. Ich habe ein Badezimmer abgefackelt. Oh, dazu gibt's bestimmt eine tolle Story. Vielleicht später. Nein, du musst denen zuvorkommen. Zeig, dass du über dich lachen kannst. Geh zu Kimmel, sofort. Senator, tut mir leid, die müssen Sie zum Verhör mitnehmen. Bereit? Bereit, Sir. Okay, wenn ich das Signal gebe, will ich, dass Sie... Oh, meine Güte, was habe ich getan? Rotwein auf dem Teppich! Wo haben Sie Ihren Staubsauger, Sir? Wegtreten, junge Lady. Der Test ist vorbei. Wie wär's mit $200 für 2x4 Stunden pro Woche? Okay, 300. Angie, bist du das? Ja, Sir Senator. Wie hast du mich gefunden? Ein Mancusi-Helfer hat sie in der Stadt gesehen und angerufen. Wahnsinn. Digger spioniert mir sogar in meiner Heimatstadt nach. Willst du ein Bier? Klar. Danke, Sir. Bedien dich. Alles in Ordnung, Senator? Oh, mir geht's gut. Alles bestens, danke der Nachfrage. Wie alt bist du? 24, Sir. Wie meine jüngste Tochter. Die ist irgendwo in Kalifornien und ach, Gott weiß was. Klingt wie mein Job. Ja, genau. Dein Job ist ziemlich abgefahren.
Du verfolgst deinen alten Sack und hoffst darauf, dass er Scheiße baut. Darauf hoffe ich ganz und gar nicht, Sir. Ich werde bloß bezahlt, dabei zu sein, wenn es passiert. Und im Fall, dass es passiert, hast du die Chance, den Lauf der Geschichte zu ändern. Na, ich weiß nicht, ob ich sowas in meinem Lebenslauf will, Senator. Sei mal nicht so sicher. Sir? Nimm deine Kamera. Komm schon, Lady. Hol das Monster raus. Schreib mir ein bisschen Geschichte. Ich habe heute beschlossen, ein bisschen zu schwänzen. Dazu bin ich in meine Heimatstadt Ruby Shoals gefahren, direkt am Meer. Zeig ihm mal, wo wir hier sind, ja? Der Hurricane Sandy hat die Küste ein bisschen zur Fenster, aber man kriegt keinen guten Eindruck. Oh, geh mal auf die Böden da. Alles Scheiße. Jedenfalls,